ganz kurz vorm Video. Tim und ich wollen heute zusammen auf Twitch einen kleinen Halloween-Livestream machen. Wir wollen auch die Alerts durch Jumpscares austauschen. Das heißt, immer wenn jemand followed, donated, subbed, cheered, hostet oder was weiß ich, kommt ein Jumpscare. Ich weiß noch nicht, ob das klappen wird. Ich weiß nicht, ob ich gute Jumpscares dafür finden werde. Aber wir wollen auf jeden Fall einen Halloween-Livestream machen, unabhängig davon, ob wir Jumpscares finden oder nicht. Das heißt, es würde mich mega freuen, wenn ihr vorbeischauen würdet. Wenn ihr on-stream erst followen wollt, weil ihr schauen wollt, ob ich gute Jumpscares gefunden habe, dann schaut doch unbedingt auf meinem Twitter und Instagram vorbei. Da werde ich auf jeden Fall ankündigen, sobald der Stream live ist. Und ja, wenn ihr nicht auf den Jumpscare warten wollt, den es vielleicht gibt, dann könnt ihr mir auch unbedingt gerne auf Twitch folgen, würde mich mega freuen, und die Glocke aktivieren, genauso wie mich auf YouTube zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, würde mich supporten, würde mich freuen, teilt den Stuff sehr gerne, wenn es euch gefallen hat. Wie gesagt, ich würde mich mega freuen, wenn ihr heute Abend auf Twitch vorbeischaut, und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Willkommen zu einer neuen Runde auf unserem Lieblingsserver. Ihr mein Lieblingsserver. Mit dabei ist immer noch ein komischer Cheater, der mir warum auch immer in alle Runden nachspringt. Das hat wahrscheinlich was damit zu tun, dass ich so ein bekannter YouTuber bin und der Typ mir die Aufnahme hier ruinieren will. Ich keinen Premium Plus habe und nicht nicken kann. Und ich spec nick einfach die ganze Zeit und nehme das auf und schick das dann auch ans Serverteam, wenn der Typ gebannt wird. Love is all we'll ever trust, yeah. Ich hab leider nur 6 Blöcke, gar keine Blöcke. Der Cheater hat nur 6 Blöcke und jetzt gar keine Blöcke mehr. Ja. Du speckst mich ja und nimmst es auf, Tim. Ja. Digga. Ich glaube, der Typ hat echt viel Spaß. Ich fände es gut, wenn der sich mal suiciden würde, damit ich mir noch ein paar Kills farmen könnte für meine Stats. Ahnung. Oha, er hat sich gerade ein Eisenschwert gekauft. Da merken es, glaube ich, bei Aufnahmen heute, dass ich hier schon auf Eis gemacht habe. So, und was ich euch jetzt zeigen möchte, Stats. Oh, also erstens weiß ich nicht, warum ich bin Rang 4. Ich bin hier nicht als Rang 4 aufgelistet. Das finde ich schon mal eine Frechheit. Weil ich akzeptiere das nicht. Wenn ich Premium Plus bin, dann will ich es akzeptieren. Aber ohne akzeptiere ich es nicht. Vor allen Dingen 16 Wins. Platz 1 hat 14 Wins. Damit bin ich jetzt eigentlich legitim Platz 1. Das ist deine KD besser. Die Sache ist halt die... Was? Nein, meine KD ist nicht besser. Meine KD ist nicht besser. Nein, ich habe eine 0... 2,9er KD. Zählen richtig. All time. So, da. 0,28er. Wow. Lost. Hast den Cheater doch mehr als 9 Mal gekillt. Ich weiß. Macht Sinn, oder? Jetzt mal ernsthaft. Das ergibt so 0 Sinn. Feier ich. Naja, ist nicht mein Problem. Ich bin nur ein unzufriedener User, weil ich hier die ganze Zeit von so einem Typen zercheatet werde. Der baut gerade dein Bett ein. Weiß aber nicht genau, was sein Plan ist. Naja, aber die Sache ist die. Dieses Ranking-System ist von Gomme kopiert, würde ich mal behaupten. Sowas in der Art. Und auf Gomme geht es nach den Wins. Was von Gomme kopiert ist, müsste es hier eigentlich auch nach den Wins gehen. Damit müsste ich jetzt legitim All-Time-Stats Nummer 1 auf dem ganzen Server sein. Damit bin ich All-Time der beste Bed Wars-Spieler auf dem ganzen Server. Und wenn der Cheater sich hier mal suiciden würde, würde hier ein Stack Steaks auf ihn warten. Ich habe gesagt suiciden. Er schlägt die ganze Zeit, ich weiß nicht, was er will. Vielleicht will er ja kuscheln. Ja, da haben sie recht. Tim, du wirst auch gerne. Verpiss dich, du Hurensohn! Kann er sich mal suiciden? Ja, oder er macht halt TP dann. So, hier, jetzt hat er einen Stack Steaks. Oh, bitte mal vor dir eine Wand. Ich möchte mal, dass der Cheater was ausprobiert und stell dich dann hinter die Wand, genau. Warte, TP geht durch Wände oder ist es noch irgendwas anderes? Das. Warte, hast du dich jetzt gerade wirklich hinterher TP'd? Dann mal weg.de. Ja. Oh Gott, ja. Naja, auf jeden Fall, wie ich schon gezeigt habe. Dieses Soundpack ist so verbuggt. Wie ich schon gezeigt habe, bin ich. Ja, dieser Server ist so verbuggt. Eine Ewigkeit später. Ist der Server bei dir auch da? Scheiße, als ob der Server Crash echt funktioniert hat. Dass ich wirklich den Server Crasher versucht, oder? Ich hatte dir 3 Sekunden an. 3 Sekunden. Das ist einfach der Server da. Du meinst wohl, der Cheater hatte den 3 Sekunden an. Ich gehe mal auf den nächsten Server und schaue, ob hier der Server Crasher genauso wirkt. Fuck, das ist einer, wo man sich registern muss. Ja, gut, mein Passwort ist nice. Suck my dick.
Warum habe ich einen Alex-Skin? Mach mal Slash Premium on. Dann wirst du halt als richtiger Minecraft-Account registriert. Frage ist, haben die sich hier jetzt meine Zugangsdaten geholt und cracken sich dann meinen Account jetzt weg? Ist jetzt auf dem Cracked-Server nicht unbedingt die unberechtigte Frage auf der Welt? Seit wann kann man in der Lobby fliegen? Keine Ahnung, aber ich find's lustig. Ich nutze einfach nicht das Fly-Tool, sondern fliege mit meinem Fly. So, wenn es euch gefallen hat und ihr der Meinung seid, dass ich verdient Platz 1 auf dem ganzen Minecraft-Server bin, dann zeigt es mir auch gerne mit einem Like und einem netten Kommentar. Abonniert mich, wenn ihr es noch nicht getan habt. Teilt den Stuff, wenn es euch gefallen hat, würde mich nicht supporten. Folgt mir vor allem Twitch, Twitter und Instagram. Würde mich auch freuen. Aktiviert Glocken, wo Glocken sind. Kein Stuff zu verpassen. Ich sehe nur gerade bei meinem Skin, dass das Teil, was auf den Brüsten hat, das ziemlich weird aussieht, aber nein. Genau. Ansonsten fällt dir jetzt erst auf. Ich schaue mich sonst nicht so an. Okay, das ist ein Statement, was ich einfach mal so stehen lasse. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Bis dann. Tim, willst du noch sagen? Bye, have a great time. Gut, Server Crasher funktioniert offensichtlich nicht. Warte, wir haben noch ein paar Versuche. Nein, auch nicht. You're temporarily blocked from the server. Wollt ihr mich verarschen? Aber ich kann trotzdem noch joinen. Ich würde sagen, es funktioniert echt gut, der temporary block. Wie es scheint, geht's echt nicht. Dann hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Bis dahin. Ciao. Wem willst du noch was sagen? Nacht. Sonst noch was? Guten Morgen. Sonst noch was? Bettsport ist auch ein Sport. Ja, da haben sie recht. Ich kann deine rechte Hand aus Erfahrung sprechen, ne? Deine erst. Was? Nichts. Nee, erstmal ernsthaft, ich hab dich kurz nicht verstanden, was?